Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats und zum zweiten Teil unserer favorisierten Namen für unseren Nachwuchs. Heute geht es um 5 jungen Namen, unsere 5 favorisierten jungen Namen, die wir uns ausgesucht haben, die wir uns zur Auswahl gestellt haben. Zu sagen ist, dass von den 5 Namen, die ich euch jetzt nenne, letzten Endes es kein Name davon geworden ist. Dennoch möchte ich euch, wie die Mädchennamen, natürlich nicht unsere 5 favorisierten jungen Namen vorenthalten. Und darum wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ja, fangen wir mit dem ersten Namen an. Und zwar war unser erster Favorit der Name Ben. Kurz und knapp. Ben ist einfach eine Abkürzung von Benjamin. Benjamin fand ich persönlich nicht so toll, weil mir der Name an sich einfach zu lang ist. Und dann haben wir hin und her überlegt und dachten, och, wenn es kein Benjamin wird, warum sollte es eigentlich kein Ben werden? So sind wir verblieben letzten Endes, aber mit der Zeit einfach habe ich immer gedacht, so Ben, nee. Und irgendwie fand ich den dann nicht mehr so toll. Auch in Kombination mit dem Nachnamen fand ich den Namen einfach irgendwie nicht passend und darum ist es halt kein Ben. Ja, kommen wir zu meinem persönlichen absoluten Möller-Favorit und zwar ist das der Name Emil. Ich finde den Namen Emil für einen Jungen großartig, super geil. Würde ich sofort nehmen, auf jeden Fall, weil ich einfach finde, ein Emil, das ist ein super cooler Name. Ich finde, ein Emil, das passt super zum Jungen, also ja. Das ist einfach zu besprechen, das ist einfach zu schreiben. Es hätte zum Nachnamen gepasst, aber letzten Endes kam dann vom Papa des Babys die Assoziation dazu, dass man dann sagt, ja, hier, also es gibt ja so den Ausdruck, was bist du denn für ein Larry? So für ein Hiopai oder für ein Heino, sagt man ja. Und das kann man natürlich auch sagen, hier ist so ein Emil, kommt da vorbei, so ein vorbeigeschlendert, hier, was bist du denn für ein Emil? Und das fand der Papa vom Baby nicht so toll. Und darum haben wir das leider verwerfen müssen. Aus dem Emil ist dann aber kurze Zeit später ein Emilio geworden, was ich auch Möller toll finde, Emilio. Allerdings finde ich ein Emilio völlig unpassend für mich, weil erstmal der Name Emilio ein italienischer Name ist, was generell nicht schlimm ist, aber für mich hätte das einfach überhaupt nicht gepasst, weder zum Nachnamen noch zu uns als Eltern, noch zum letzten Endes zum Kind irgendwie. Und somit mussten wir das leider auch verwerfen. Dritter Favorit war auf jeden Fall, und ich habe immer gesagt, sehr lange Zeit sage ich das schon, wenn ich ein Kind kriegen sollte und wenn dieses Kind ein Junge werden wird, dann wird es definitiv 100%ig ein Noah. Ich finde den Namen Noah mörderschön. Ich habe einen Bekannten, der ebenso den Vornamen Noah trägt. Und ich finde das so, so, so schön, den Noah. Also wirklich. Leider bin ich aber nicht alleine auf der Welt. Ja, und meine Begeisterung ist leider nicht auf mein Gegenüber übergeschwappt. Es gibt eine zweite Meinung und das muss es eben auch ein Okay geben und wir konnten uns leider nicht darauf einigen, das durchzusetzen und somit musste ich leider meinen favorisierten Namen Noah verwerfen. So, dann kommen wir zum vierten Namen und zwar hat dieser vierte Name wirklich eine tiefe Bedeutung für mich. Und zwar geht es hier um den Namen Mio. Vielleicht haben viele das schon, einige von euch, gehört. Mio. Den Namen Mio finde ich großartig. Also die weibliche Form ist jetzt natürlich Mia. Ich fand den Namen Mio schon immer ganz, ganz toll. Warum? Vielleicht kennt ihr es einfach. Es gibt ein Kinderbuch und zwar heißt das Mio, My Mio.
Und ich finde dieses Buch grandios. Ich könnte schon losheulen jetzt. Ich finde den so toll. Ich finde die Geschichte super schön. Wenn ihr die nicht gelesen habt, dann kann ich euch nur empfehlen, die zu lesen. Und aus Anbetracht dessen fand ich den Namen Mio ganz, ganz toll. Ist irgendwie. Nee, war nicht passend einfach. Und ist auch somit dann verworfen. So, und kommen wir zum letzten, zum fünften Namen. Und zwar sollte das, ist es ein ganz klassischer deutscher geläufiger Name, und zwar der Name Peter. Ich fand das gar nicht schlecht. Ich mag eigentlich alle Peters, die ich bisher kennengelernt habe. Aber also meiner Meinung nach, mir ist der Name zu oldschool, ganz ehrlich. Also ich finde ihn jetzt zu altbacken, so nicht mehr modern. Einfach konnte ich mich jetzt hab überhaupt nicht mit anfreunden, also von vornherein nicht. Also wenn jetzt ein Name vorstehen würde und dann der Peter und dann der Nachname, Entschuldigung, das wäre vielleicht ein Thema gewesen. Aber auch das wurde verworfen. Ja, ihr Lieben, und das waren schon alle fünf Namen, die wir favorisiert haben. Ihr könnt mir mal eure Meinung zu den Vornamen in die Kommentare posten. Wenn ihr andere schöne jungen Namen habt, dann könnt ihr die ebenfalls posten. Ansonsten hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet beim Video, euch die Information gefallen hat, und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin, Love, Peace and Harmony. Haut rein.